Und apropos Batterie. Huch. Mist. Wer hat vergessen, das Ding umzuschalten? Richtig. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond. Und heute sind wir zurück in meiner kleinen Singleplay-Welt und mit endlich wieder vernünftiger Technik hier. Denn wir haben jetzt endlich Maschinen und Strom und Kabel. Das gute Zeug. Und heute möchte ich gerne ein bisschen das Zeug nehmen und ein bisschen sinnvoll zusammenpacken. Zum Beispiel halt eben, ich möchte gerne den Pulverreiser haben, der dann Erze nimmt, von oben reinzieht, verarbeitet, verbrennt und dann fertig macht zu fertigen Barren. So dass ich mir den Spaß da drüben so ein bisschen klemmen kann. Und das brauchen wir als erstes, und das ist eine Überraschung für einige vielleicht, den Pulverreiser. Den habe ich nämlich noch nicht. Den müssen wir als erstes mal herstellen. Den Pulverisierer. Aber dank unserem Freund der Invermaschine ist der jetzt in greifbarer Nähe. Okay, lasst uns mal schauen. Herr Pulverizer, was fehlt denn alles? Es fehlt alles. Cool, wir brauchen erstmal eine Invermaschine. Die kriegen wir gebacken. Dann brauchen wir eine Piston. Auch die ist kein großes Problem. Dann brauchen wir die Kupfergears. Auch das machen wir schnell fertig. Und anschließend dann alles zusammengetackert. Natürlich fehlt mal wieder die Redstone Flux Coil. So, aber jetzt. Pulverizer, fertig. Das war ja einfach. Wieso? War nicht gerade erst Nacht? Irgendwie. Die Tage vergehen ja wie im Flug offensichtlich in diesem Spiel. So. Judy. Also, Pulverizer. Ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen sinnvoll aufbauen. Dass wir halt eben vielleicht ein kleines Türmchen haben. Ich hatte erst überlegt, eine kleine Wand zu machen. Mann, wir können eine kleine Wand machen. Warte, wir machen mal ganz kurz Baseplanung. Gib mir ein bisschen was an Cobblestone. Da. So. Also, wir sind in die Chunkgrenzen. Okay, Chunkgrenzen haben wir hier. Da können wir also hier tatsächlich dann. Maschine. Da sind dann drei Dinger Platz. Okay. Der müsste eigentlich hier drüben rüber. Warum ist das bisher keinem aufgefallen? Cools, warte mal. Das ist ja alles verkehrt. So, dann nochmal. Dann gehst du jetzt nämlich hier hin. So. Okay. Und dann die Jungs. Warte mal. Die müssen auch noch weg. Mal dort und dann. Das ist ein normaler Block? Nee. Achso, weil der halb eingedentet ist, genau. So. Der geht dann dorthin und der kommt dann darüber. So, dann der dort und anschließend die zwei
Hierhin. Jetzt müsste das eigentlich... Das passt schon mal. Dann kommt der Spaß jetzt hier rüber um 1. Das merkt halt keiner. Vermutlich hier drüben auch, oder? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, ja. Okay. War das so komisch, weil da die Tür anders ist oder weil hier der Balken? Wahrscheinlich, ne? Weil der Balken da jetzt so. Ich habe das, glaube ich, dann. Ja, ja, ja. Ja, aber es ist kacke. Es ist kacke. Muss ich dann auch da drüben nochmal ändern. Das geht so nicht. So. So, dort. Dort. Du dort und die drei dann jetzt hier. So, und jetzt. Jetzt schick. Also. Zurück zur Basisplanung. So, da kommt die erste Maschine hin. Das ist 3 von der Wand weg. Und hier ebenfalls 1, 2, 3 frei. Da Dings. Und dann hier der Maschinenpark. Dort machen wir sowieso zu. So, dann haben wir, glaube ich, genug Platz. Hier in der Mitte kommen dann die Kabel hoch. Und die Maschinen bekommen halt eben von oben Input und unten Output immer. So gleiches Prinzip quasi. Wir könnten es natürlich auch. Sinnvoller wäre es, glaube ich, quer, ne? Quer macht es, glaube ich, noch mehr Sinn. Dann hat man noch ein bisschen mehr Platz links und rechts. So, dann hätten wir jetzt hier den Dings. Mach mal hier mal 1, 2, 3. Dann lassen wir ruhig 3. So, hier hätten wir jetzt dann den Kollegen. Vielleicht nicht zu nah dran, ich hier. Wenn ich hier so machen, ne? Und dann so. Einmal quer im Raum rein. Die Maschinchen. Ich denke, das passt so besser, ne? Genau, ja, da kommst du viel, viel besser an alles ran. Ja, das macht deutlich mehr Sinn, okay. Dann kommt dann jetzt hier logischerweise der Fußboden weg. Und entsprechend dann die Kabel da rein. So. Wir brauchen nur ein Kabel wegmachen. Nur einen Fußboden. Der Rest kann ja bleiben, wo er ist. Und das Kabel geht dann quasi einfach nur hier so längs. Fertig. Okay. Dann können wir die Maschine schon mal wegnehmen hier gerade wieder. Und dann nochmal ein paar Inwandkabel machen. Zack. Und schon haben wir den Strom bereit in unseren Maschinen. Okay. Also die meisten Maschinen werden wir, oder vermutlich, ja, wir werden alle Maschinen hochpacken tatsächlich. Also unten kommen dann sowas wie Tanks oder Kisten ran, wo die Sachen eingelagert werden. Und hier kommen die Maschinen ran. Zum Beispiel jetzt hier haben wir den Magma Crucible. Der ist jetzt hier dran. Ne? Da kriegt er seinen Strom wieder. Und hier unten drunter kommt dann entsprechend ein Tank, zum Beispiel. Da können wir mal erstmal temporär den machen. Da kommt dann später nochmal der andere Tank hin. Der größere dann einfach. Ja, ist scheiß auf temporär. Wir machen es gleich richtig. Die Fluid Cell. Die kostet jetzt auch nicht so viel. So, das Nickel Gear, zack. Und dann die Fluid Cell Frame und daraus die Fluid Cell machen. Brauchen wieder den Redstone-Kollegen hier. Und fertig. So. Und dann das Zeug rein. Und das Zeug rein. So.
Du hast natürlich wieder keine Konfiguration. Wir brauchen auf jeden Fall diese Konfigurationsdatei. Dieses Update muss auf jeden Fall überall rein. Und da brauchen wir viel Gold. Okay, wir sollten uns dann erstmal um den Pulverreiser kümmern und um den Furnace. Wir brauchen den Furnace noch. Beziehungsweise der Pulverreiser macht ja aus Eisenerz, macht er ja Zeug. So, Zink. So, das können wir jetzt brennen zu Nuggets direkt. Bulkblasten zu Nuggets. Schmelzen zu 3 Nuggets. Ach, scheiße. Der Redstone-Furnace geht nicht. Der Redstone-Furnace geht nicht. Oh, damit kann man das... Okay, mit einer Superheated-Geschichte und einem Metaball kann man dann Erze verdoppeln. Dann kriege ich aus 3 Ingots... aus 3 Dust... Also ich könnte mit dem Pulverreiser könnte ich dann sogar 9. Mit dem Pulverreiser könnte ich dann aus 3 aus einem Erz 3 Ingots rausholen. Also Erzverdreifachung. Aber brauchst du den Blaze Cake und den Blaze Burner. Den Superheated. Okay. Das heißt also, der Furnace, der Elektrofurnace geht leider nicht. Mach mal Grüße, macht auch nur den Nugget. Warte mal. Warte. Geht doch. Bipidi, bipidi. 40 mal 3 sind 144. Das heißt, es wäre... Also mit Magma Crucible mache ich auf jeden Fall auch die richtige Menge, wie in der Schmelze. Okay. Und dann im Endkaps... Okay. Das bringt ja nichts. Okay, wir kommen aber um die Schmelze nicht drum rum aktuell noch. Dann können wir es auch direkt in die Schmelze hauen. Dann ist es egal. Okay. Also Pulverizer und Barrel drunter. Schade. Okay. Machen wir ruhig das Große dann auch. So. Und wir können natürlich jetzt beim Pulverizer. Nee, da können wir doch. Nee, bei den Ärzten selber können wir nichts machen, ne? Ja, die Ärzte selber haben im Pulverizer keinen extra Input. Kein Dings. Ist das in dem Fall egal. Wenn ich jetzt also Eisen nehme, verdoppel ich das schon mal jetzt drin. Also, zack. Jetzt brauchen wir hier logischerweise das In- und Output-Gedöns. Das heißt nochmal Goldgier. Nochmal eine Servo. Und die Invas. Invas Dog. Und dem jetzt sagen, du dein Input, Auto-Input von oben. Genau, da kommst du rein. Und jetzt fängt an zu arbeiten. Sehr langsam, logischerweise. Da können wir jetzt aber mit den Dings arbeiten. Es ist schon wieder Nacht mal wieder. So, dann müssen wir... Ja, das muss jetzt ein bisschen schneller werden. Wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal das Upgrade dann dafür. Oh, warte mal. Genau. Das ist schon recht fix. Es muss nur noch rausgepumpt werden, sonst wird da nichts Auto-Output. Und zwar nach unten. So. Beim nächsten Arbeitsschritt sollte er dann das auch komplett rausdrücken. Jawohl. Und da kommt das Zeug ran. Und das müssen wir jetzt immer noch von Hand rüberschleppen in die Schmiede. Aber gut. Damit geht... Das geht ja nicht anders in dem Fall. So. Zumindest haben wir jetzt schon mal die Erze verdoppelt. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Können wir schon mal die nächste Maschine aufstellen. Und zwar den Induction Smelter. Der kann jetzt hier auch weg. Und das Barrel da oben kann dann auch weg. Das Ding ist auch nicht mehr notwendig. So. Na. Das ist doch schon mal halbwegs schick jetzt. Also Induktionsschmelzer ebenfalls dann mit den Barrels oben und unten. Und der hat aber schon die richtigen Settings, ne?
Auto-Input, Auto-Output. So, da packe ich jetzt Sachen rein, wenn ich zum Beispiel jetzt, sag mal, ich will das Rubber machen zum Beispiel. Habe ich ja nicht mehr da, ne? Noch trocknen, habe ich noch da, pass mal auf. So. Ich möchte jetzt gerne Rubber machen, habe ich also den Spaß und den Spaß da rein, in rauen Mengen. Und dann macht der mir das Zeug daraus, fertig. Ich hoffe halt nur, dass der eventuell auch klarkommt, wenn man das... Okay, man kann es tatsächlich nicht so machen. Ich kann es nicht doppelt reinpacken, das geht. Und das Ganze wird betrieben durch meine Lavabäume, die hinten hier hinter der Wand stehen. Das heißt, dieser große Lava-Ball, den ich mir mühsam zurechtgebaut habe, erfüllt jetzt endlich wieder seinen Zweck. Ich brauche jetzt bitte nochmal ganz kurz das Reinforced-Gedöns. Die Components. So, ja, da brauche ich mir die Zinkmaschine eventuell. Ja, aber die kostet ja nichts mehr hier. Die Kupfermaschine ist ja schnell gemacht. Die kostet ja nichts. Komm. Zack. Ein Casing. Hops. Und dann. Die Maschine. Da. Die integralen Komponenten. Das mit Redstone versehen. Dankeschön. Und dann brauchen wir natürlich noch die Speed-Upgrades. Der Ding ist hier. Wir könnten noch mal was machen für den externen Output. Flux-Efficiency, ja, mehr Strom. Das ist Blödsinn. Damit würden wir die Nebenprodukte erhöhen. Wir haben aktuell nichts, was Nebenprodukte abwirft und da nicht notwendig. Das würde die Nutzung von den Katalysten reduzieren. Ist aber auch gerade nicht unbedingt so notwendig. So. Generation Rate, das ist alles. Nö. Wir haben nichts Sinnvolleres hier in dem Fall. Das heißt, die Flux Linkage Amplifier ist definitiv noch die beste Option. Also brauchen wir da den Spaß. Und wir können reinpacken bis zu 3. Okay. Dann wollte ich ein paar Konstantarplatten, ne? Denke ich mal. So, zack, zack, zack. Mach mal gerade 6 von den Jungs. 3 von den Jungs. Und dann 3 von den Jungs. Ja. Was warten? Die Konstantarplatten sind nämlich alle. Aber das können wir schnell fixen. Hi. Ganz kurz, danke. Okay. Und dann die nächste. Der nächste Amplifier. Wie schnell ist der jetzt? Wie schnell ist denn der Stromverbrauch dann? Das wäre die nächste große Frage. Also. Ach, wir gehen nur 2, weil wir den ja auch noch brauchen. Okay. Machen wir den endlich mal mit. Und nochmal 2-mal Goldgear. Reconfiguration haben wir nicht, ne? Nee. Okay. Dann nochmal Gold. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Das Gold wird langsam knapp, denke ich mal. So, und dann den. Also das ist die Upgrade-Geschichte. 2 davon. Also einer davon, 2 davon und einer davon. Okay. So. Der arbeitet gerade noch. Wir haben aktuell mit einer Produktion von 20 F pro Tick. Das schaffen wir jetzt hoch. Auf 40. Auf 60. Und das Ganze nochmal verdoppelt. Auf 120. Das ist jetzt aktuell so die schnellste Geschichte, die wir das hinbauen können. Der Strom fließt auf jeden Fall noch locker rein. Denn unser Generator hier macht ja aktuell saftige 320 F pro Tick. Und der hat ja noch ein bisschen Puffer hier auch nochmal. Unverzaubert. Der würde mit 80 arbeiten, jetzt auch mit 120. Die Effizienz hier bedeutet halt eben nur, dass er halt eben jetzt mehr Strom aufwendet pro Durchgang insgesamt. Und 100% Effizienz würde bedeuten, es verbraucht insgesamt denselben Strom, nur in der kürzeren Zeit.
83% Effizienz heißt, er verbraucht halt eben mehr Strom, aber dafür auch in der kürzeren Zeit. Aber wenn man das auf die Länge ziehen würde, ne, also pro Umwandlung halt eben mehr Strom. Das ist der einzige Unterschied in dem Fall. Und damit kann ich leben. Damit kann ich durchaus leben. Wenn da zumindest die Geschwindigkeit hier ist natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit der Schmelze, ne? Da müsste man eventuell noch mal ein paar mehr hinstellen dann einfach. Verschiedenste Maschinen. Oder man macht halt einfach mal alle Erze jetzt da durch. So. Gold ebenfalls. Ballern wir mal alles durch jetzt gerade. So. Wir könnten auch das Eisenerz ja direkt durchballern, was wir jetzt durch den Exchanger bekommen. Aber das ist nicht so geil. Hier bekommen wir raus 1-1. Also auch nur 1. Hier bekommen wir raus 1. Hier bekommen wir raus 1. Hier bekommen wir 2 Dust. Blödsinn. Also das Erz zu verarbeiten manuell ist völlig sinnfrei, weil wir durch den Lackbonus auf unserer Picke oder auf unserem Drill auch, das Forschen halt, weil wir dadurch deutlich mehr Ressourcen rausbekommen. Darüber. Na? Was haben wir noch an Ärzten da? Können wir gerade nochmal einen Schwung durchbrezeln insgesamt. Ich war ja noch ein bisschen farm gewesen nochmal. Dann können wir das ja mal platzieren und zerstören. Es gab noch einen Kommentar bezüglich der Lampe. Für den Miner. Aber es gibt bei uns leider nur die beiden hier. Der Debug. Was ist denn das jetzt? Ist das neu? Das ist der billig, ne? Und das ist der billig Miner. Und das war der teure Miner. All Miner Gin und der Miner Folio. Okay, genau. Ja. Und offenbar gibt's noch eine neue Variante und die kann sogar dann auch, hat auch eine Chance auf die, auf das erste Neon, was wir hier eben nicht haben. Anyway. Lass mal ganz kurz hier die Erze platzieren. Das ist 3,5. Dann einfach gleich mal mit dem Bohrer runterhüpfen dann. Wo ist denn der jetzt hin? Da drüben, okay, alles klar. Gönnt er sich, sagt er. Sehr widerspenstig, der Kollege. Was? Okay. Jetzt nochmal das Eisen dazu. Ja, ich könnte jetzt den Wand verwenden, aber es sind halt noch nicht genug Blöcke, dass sich das wirklich lohnen würde, in meinen Augen. Weil es halt auch immer wieder verschiedene Erzblöcke sind. Und da sind wir dann mit der Hand doch etwas effizienter und schneller und besser unterwegs. Okay, und das Cinnabar für den Redstone dann. Und Zink. Das ist dann der Rest. Okay, Bohrer raus. Wir stellen auf 5x5. Und los geht's. So, schon
Fertig. Okay, Erze, Steine, Saphire, Apatit, Lapis. Das kommt aus dem Randomium-Blöcken. Apatit, Lumines, Randomium, Arkankristall. Fußboden kann weg, der kann weg, Neiter kann weg, Neiter kann weg, das war's. Kohle kann weg. Und Emerald, ein Emerald haben wir bekommen. Cool, aber wir hatten jetzt ja 50, müssen wir gleich, wir hatten 50 Erzblöcke, haben jetzt 64 Crushed Iron Ore. Von daher definitiv also ein sinnvoll, das Zeug manuell abzubauen. Das Cinnabar hingegen, wie geht denn das am besten? Das sind 1 zu 6, 1 zu 4, 1 zu gar nichts, gar nichts, gar nichts. Traden 8 zu 6. Pulverizer 8, alles klar. Das wäre auch ein... Oh, wow. Okay, das wäre ein Katalyst für den Induction Smelter. Okay, aber... Einmal durchjagen, dann gibt es dann direkt auch dann... 8 mal Redstone. Also haben wir da unsere Redstone-Versorgung relativ gut gesichert. Okay, jetzt heißt es abwarten, bis das Zeug durch ist. Das wird jetzt ein bisschen brauchen. Ja? Aber wir können jetzt mal wieder beigehen hier, Zeug rausholen, rüberschlappen, in die Schmelze. Ach, Moment, da war ja noch einer. Hi. Ein Concussive Magazine, dankeschön. Sehr vielen Dank. Schleimball. Und dann einmal hier volle Kante rein. Und zu Barren gießen lassen. Fertig. Oh, da hatte ich noch Gold über. Oh, schön, cool. Also, das läuft jetzt nebenbei weiter und dann haben wir da auch unseren Spaß und müssen uns da um nichts kümmern. Warte, wir können noch mal ganz kurz den Rubber und das Sulfur zu Dings machen. Haben wir das auch schon verarbeitet und es ist schon wieder Nacht? Es ist schon wieder Schlafenszeit. Was ist denn da los? So, habe ich noch irgendwelche Maschinen vergessen? Wir müssen mal gucken. Eventuell hilft der nachher das Upgrade, ob mit der infernalen Maschine. Dann geht es dann auch ein bisschen schneller. Und dann ist es ja sowieso auch stromtechnisch ein Problem. Und wir können hier eventuell dann bei Gelegenheit noch mehr. Wir könnten hinten. Irgendwie gucken, dass wir noch mehr Lava-Generatoren rankriegen vielleicht. Bei 320, ja gut, wir erhöhen hier auch dann den Output mit dem Dings. Das geht schon. Genau. Hier der Induction Smelter. Ups. Auch sehr schnell jetzt. Und der Magma Crucible braucht noch den. Da haben wir Auto-Out, Auto-In. So, selbes Prinzip. Der kriegt sein Zeug oben rein und unten kommt das geschmolzene Zeug in den Tank. Fertig. Und logischerweise nochmal die Flux Linkage Amplifiers. Da habe ich noch einen, brauche ich noch einen. Easy. Mal eine Redstone Coil und dann den dazu. Und dann die dazu. So. Jetzt aber. Und damit rein. So, eben. Oha. Der geht hoch auf 480 dann. Alles klar. Der saugt dann schon mal ordentlich. Also, der könnte eventuell unsere Batterie dann leer lutschen. Und apropos Batterie. Huch. Mist. Wer hat vergessen, das Ding umzuschalten? Richtig. Möglicherweise war nur das Kabel da, ne? Ja. War nicht mal das Kabel da. War nur die Batterie. Cool. Lass uns noch ganz schnell. Genau. Holding 4. Von derzeit 12 Millionen.
Und 4000 Air pro Tick, ein und aus. Ich glaube, das reicht erstmal ein Stück. Brauchen wir erstmal XP. Und natürlich Lapis. So, dann los. Gib mal 30 Level Plicks. Den rein und Holding 4. Und wir haben plötzlich 36 Millionen. Eine Speicherkapazität in der Batterie. Und das ist jetzt noch vor dem nächsten Upgrade. Das steckt ja auch nochmal mit. Also ich würde sagen, das geht. Ich würde wieder einstellen richtig die Seiten. Und zwar von hinten der Input. Und unten der Output. Drückt den? Nee, der drückt. Wieso drückst du gerade nicht? Hä? Doch ein Stück Kabel, okay. Und dann... Das ist unten. Ja, das war... Ich hab's gerade verdreht, okay. Und jetzt... müssen wir dabei gehen und sagen, du darfst bitte da Strom reinbekommen. Okay, es muss echt diese Fringe sein. Interessant. Okay, aber jetzt haben wir auch das geklärt und der Strom fließt wieder. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. 36 Millionen in dem Flux-Cube. Wir haben die Batterien aufgestellt und können da dann auch entsprechend jetzt vernünftig arbeiten und arbeiten lassen vor allen Dingen. Die Maschine gibt raus bis zu der Würfel gibt raus bis zu 1000 Air pro Tick. Das heißt, der kann die alle mal schön versorgen hier, wenn die mal abgehen. Das heißt, wir könnten dann jetzt wirklich auf den Photogenic gehen, ne? Das wäre jetzt der nächste große Schritt, der Photogenic. Dann die, das Seelengedöns machen und damit dann die infernale Maschine. Und ja, dann können wir schon die nächsten Upgrades reinballern hier in die Maschinen. Dann gehen die nämlich nochmal ein bisschen schneller. Würde also sagen, ist auf jeden Fall eine coole Sache hier. Den Hardened Exchanger, okay. Anyway, brauchen wir es nicht. Das ist ja alles Blödsinn, wir haben jetzt unseren Spaß. Das soll es dann für die Folge gewesen sein, mal wieder. Wir haben wieder gut was geschafft. Ich gehe noch ein bisschen Kürbisse ernten und so, weil es geht. Wir haben wieder gut was geschafft. Die Maschinen stehen. Die Idee für den Maschinenpark ist gesetzt. Und jetzt brauchen wir nur noch mehr Maschinen und dann passt es. Aber da kommt noch was auf uns zu. Das sehe ich schon kommen. Das wird auf jeden Fall nochmal ordentlich werden. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder links rechts dort wie es klingt. Da gibt es mehr von mir. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.